Adler E-Bikes sind hochwertige, sichere Qualitätsprodukte. Entwickelt und gefertigt in Oldenburg. Dabei setzen wir auf ein Team, das inspiriert ist von der Idee, zeitgemäße und qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren. Für Ihre und unsere Zukunft. Bevor E-Bike-Komponenten für die Serienfertigung freigegeben werden, durchlaufen Sie in unserem Testlabor ein Belastungsprogramm mit Tausenden von Prüfzyklen. Zusätzlich werden alle Komponenten von Hand vermessen und geprüft. Das ist wichtig für Ihre Sicherheit, denn bei E-Bikes wirken größere Kräfte als bei einem klassischen Fahrrad. Um die Produktion lückenlos zu dokumentieren, erhält jedes E-Bike eine individuelle Seriennummer. So garantieren wir, dass nur einwandfreie E-Bike-Rahmen verwendet werden. Jetzt geht es mit Handarbeit weiter. Zum Beispiel müssen unsere Federgabeln zunächst präzise vorbereitet werden. Denn nur wenn sich alle Komponenten nahtlos ineinander fügen, wird aus vielen Einzelteilen ein Stück Qualität aus Oldenburg. Selbst beim Einspeichen der Felgen überlassen wir nichts dem Zufall und setzen auf erfahrene Mitarbeiter, die wissen, worauf es ankommt. Einige Arbeitsschritte erledigen aber auch unsere computergesteuerten Spezialmaschinen. So erfordert das Zentrieren der Laufräder allerhöchste Präzision. Und nur wenn ein Rad wirklich rund läuft, geht es weiter zur Schlauch- und Reifenmontage. Hier vertrauen wir auf Qualitätsprodukte der Marke Schwalbe aus Nordrhein-Westfalen. Während die Laufräder vorbereitet werden, kümmert sich bereits ein Spezialist darum, dass sich ein Kreidler E-Bike auch sicher steuern und bremsen lässt. Beim wichtigen Thema Bremse setzen wir nicht nur auf die Montage per Hand, sondern stets auf erstklassige Produkte, zum Beispiel von der schwäbischen Marke Magura. Nun wird das Antriebssystem als Herzstück des E-Bikes montiert. Auf Basis modernster Antriebe haben wir Lösungen für kraftvolle und langlebige E-Bikes entwickelt. Anschließend werden die vorbereiteten Laufräder eingebaut, die Kette aufgezogen und auch die Bremsen funktionsbereit eingestellt. In der Folge wird dann der vorgeladene Akku eingesetzt und der aktuellste Bordcomputer installiert. Nachdem unser Qualitätsmanager Bordcomputer und Antrieb programmiert hat, folgt eine intensive Funktions- und Sicherheitsprüfung. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf das Antriebssystem sowie die Licht- und Bremsanlage. Und erst wenn ein Kreidler E-Bike auch diese letzte Qualitätshürde genommen hat, bekommt es bei uns die Auszeichnung Made in Germany und verlässt die Fertigung in Richtung Fachhändler.